Hallo! Heute zeige ich euch, wie ihr so ein tolles Insektenbuffet ganz leicht selber zaubern könnt. Für euren Garten oder den Balkon. Denn leider finden die kleinen Brummer immer weniger Nahrung und können unsere Hilfe daher wirklich gut gebrauchen. Wir pflanzen heute zwei Töpfe. Eine Variante für die Sonne und eine für den Schatten. Und wir haben uns für folgende Pflanzen entschieden. Den Thymian, den Hornklee, eine Wiesensalbeisorte, Gundermann, Katzenminze und die wilde Malve. Als nächstes brauchen wir ein Pflanzgefäß aus Terrakotta, eins aus Zink, torffreie Erde, denn Torf gehört nicht ins Blumenbeet, sondern ins Moor, Kies, Hornspäne oder Humus als organischer Dünger, Steine und Schneckenhäuser zur Dekoration, eine Tonscherbe, Wasser zum Gießen und Jute. Als erstes bereiten wir unser Gefäß vor. Damit die Pflanzen nicht ertrinken und das Wasser gut ablaufen kann, bohren wir eins, am besten mehrere Löcher in den Boden. Als nächstes die Tonscherbe auf das Loch legen, damit der Kies nicht ausgeschwemmt wird. Und dann kommt der Kies in das Gefäß. Ruhig 10 bis 15 cm. Falls ihr, so wie ich, ein großes Gefäß habt, könnt ihr Jute einlegen, damit die Erde beim Gießen nicht nach und nach ausgespült wird. Jetzt mischen wir unsere Erde mit den Hornspänen. Das ist ein super Langzeitdünger, der versorgt die Pflanzen über einen langen Zeitraum mit Nährstoffen. Eine Alternative wäre zum Beispiel Humus. Eine Hand reicht erstmal. Jetzt gebt ihr ordentlich von der gemischten Erde in euer Gefäß. Um zu sehen, wie eure Pflanzen in das Gefäß passen, stellt ihr sie zuerst im Untertopf hinein. Wenn das Gefäß an der Wand stehen soll, müssen die großen Pflanzen nach hinten und die kleinen nach vorne. So kriegen die Kleinen auch noch etwas Licht ab. Jetzt nehmt ihr die Pflanzen aus dem Untertopf, lockert den Ballen etwas auf, grabt ein kleines Loch und stellt die Pflanze hinein. Achtet darauf, dass die Pflanzen nicht so eng stehen, die wachsen noch. Zum Schluss füllt ihr die Erde auf, sodass der Ballen bis zum Rand in Erde steht. Jetzt noch kurz andrücken und fertig ist das Insektenbuffet. So, unser zweiter Topf ist jetzt auch fertig und jetzt müssen wir nur noch ein geeignetes Plätzchen finden. Hier sieht es doch ganz gut aus. Jetzt noch etwas Deko. Und kräftig angießen. Jetzt können unsere kleinen Freunde kommen. Viel Spaß beim Nachpflanzen und Beobachten.